Herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes 3. Wir starten nun gemeinsam in die Nordafrika-Operation. Ja. Ja, wie machen wir das? Standard, hart, Veteran, furchtlos. Ich denke, wir gehen nochmal zurück, nehmen hart, ne? Ein über Standard. Standard wäre ein bisschen einfach. Und starten gemeinsam rein. After years of violent struggle against the Italian colonizers, Libya became a battlefield once again in 1940, when Italian forces clashed with the British and their allies. Then in February 1941, the Führer sent one of his favorite commanders, Erwin Rommel, to lead the newly formed Deutsches Afrika Corps. He was to help the Italians defend against the British. That was all. Less than a year later, the British were in retreat, and Rommel was driving the Afrika Corps towards Benghazi and my home. This is our chance. Italian troops have the attention of British forces up ahead. Thanks to their efforts, we seem to have arrived unnoticed, but they will not hold on much longer. The British have fought valiantly, but this mistake will cost them the battle. It is time they learn to never take their eyes off Deutsches Afrika Korps. Panzers, with me! Push forward! Oh mein Gott, wie da dieses halbe Deutsch drin ist. Oh mein Gott, Hilfe. Ja, wir setzen die auf 1, den und den auf 2. So haben wir Infanterie und Panzer getrennt. Das sind Panzer 3. Das sieht man. Ja, die kann man nicht separat auswählen. Ich wollte nochmal zeigen, dass hier sind. Ja, klar, wir gehen direkt drauf zu, ne? Die hier sind unsere italienischen Unterstützer, sind eingekesselt. Die Infanterie hüpft ab. Sind halt, wie gesagt, Panzergrenadiere, ne? Aber die Jungs... Jungs, aufsteigen, bitte! Aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Und... Oh, shit! Panzerabwehr da hinten. Nimmt der die raus? Der nimmt die raus. Die sollen sich hier aufreihen. Die sollen aber noch nicht vorpushen. Wir warten, bis die weg sind. Dude, wo schießt du hin? Mach die hier vorne fertig! Ach, scheiße. Okay. Halt! Einmal bitte aussteigen. 2 in den Angriff mit der Handgranate. Direkt 2 Stück. Die Panzer können nach hier hinten vorrücken. Nein! Wir wollen nämlich nicht, dass hier unsere Panzer hier beschossen werden. Das wäre ärgerlich. So, die schmeißt jetzt 2 Handgranaten. Dann sollte hier der Trupp weg sein. 3, 2, 1, bumm, Junge. So, Infanterie, einmal hier in Deckung, bitte. Ah, ne, zieh dich zurück, bitte. Komm, das geht so nicht. So, Panzer, vorrücken. Ja, der Panzer 3 Wrack. Jetzt können wir nochmal gucken, Panzer 3 L ist es. Ne, 2 Stück genauer genommen. Wir müssen flankieren, aufgrund der Panzerung. Dafür sind deutsche Panzer bekannt gewesen. Schnell. Der Blitzkrieg, wie gesagt. Ne? So geht das auch einfach. Da kommen sie durch. Aber 150 mm an der Seite. Ne? Das ist schon hart. Komm. Rausgenommen. Sehr gut. Nächster. Der Steward, der ist easy. Der hat nicht viel Panzerung. Wo sind unsere deutschen Truppen hier hinten? Ah, guck mal. Wir haben sogar noch so einen Supply-LKW. Aufstocken kann er nicht. Muss anfangen, verbündetes Gebiet. Okay. Haben wir nicht, verbündetes Gebiet. Vorrücken, würde ich sagen. Einmal nach hier hinten. Die Gräben mit verteidigen.
Feuer! Ach, der ist noch leichter. 20 mm Panzerung. Guck mal, da bringt sogar unser MG schon fast was. Oder? Ah, guck mal, schon kaputt. Kommt man gar nicht richtig sehen. Ups, ich glaube, ich habe die Infanterie befehligt. Einnehmen, bitte. So geil. We will show the British, the Italian, and even Berlin, who is the true authority when it comes to desert warfare. I have studied the enemy lines and detected a weak point where our Italian allies continued to distract the British attacking from the east. We will take them by surprise by storming in and capturing two key locations. The Eastern Trench Network, which currently prevents us from pushing northward, and the fuel depot to the northeast, which is sure to prove a vital source of support for our armored forces. We are to flank and entrap the British, then eliminate whatever troops remain before they even think of withdrawing to Benghazi. And once they do attempt a retreat, it will be too late. The Afrika Korps will be waiting for them. Nice, Afrika-Korps ist aufgebaut. Wir sind hier, denke ich, auch relativ mutig. Oh, Infanteriegeschütztrupp. Nice. Unser Panzer? Komm, unser Panzer. Nee, schau mal nicht. Bergefahrzeug finde ich cool. Ja. So ein Bergefahrzeug wäre für uns auch ganz cool, denke ich. Haben wir das irgendwo? Natürlich nicht, ne? Scheiße. Entsenden Sie ein... Ja. Ja. Gut, Angriff. Also erst einmal bis hier. Dann Position halten. Die Jungs auch einmal hier als Unterstützung. Either would be greatly useful if restored. Oh, Panzerwachs wiederherstellen. Komm. Ich will die haben. Ah, ja, es ist unser. Nice. In Deckung. Einfach draufhalten. Ob da was ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Das dauert hier natürlich ein bisschen, bis der das hier eingenommen hat. So, in den Angriff gehen, bitte. Feuer einstellen. Hey, Oberkörper frei mit einem P40 und einem Halstuch. Wow, sogar Fliegerbrille hat der auf. Nice. Now use the recovery vehicle to fully repair our salvage. Stuck reparieren. Aber der hier kann die Stuck auch reparieren, der Trupp. Aber nur er kann den Panzer 3 zurückholen. Einnehmen. Ja, ja, ich kenne schon unseren Auftrag, mein Freund. Ich will den hier haben. Ah, deaktiviert. Das ist natürlich doof. Shit, Feinde. Ja, der ist aber geil gegen Infanterie und Antistruktur. Ey, hör mal. Lass mal schön meine Jungs hier in Ruhe. Panzer, Angriff. Panzer, halt. Die hier natürlich auch nochmal verbessern, dass die hier auf jeden Fall nochmal ein MG haben. Was ist denn das? Motorschaden durch Brand oder... Der hier kann die Fahrzeuge auch komplett rekonstruieren, dass die Dinger auch wieder gut aussehen. Guck mal, ich finde das auch cool. Hier ist eine 48 drauf, eine 06, 302. Ne? Früher war das so beim alten Teil, dass die Zahlen alle gleich sind. Du schießt auch, ne? Mein Freund.
Will ich mal hoffen, du. Ah, Junge, wir haben jetzt so viele Fahrzeuge, die wir noch zurückbauen können. Das ist ein Drive. Ach, das ist ein Flammenwerferpanzer, deswegen. Ach, mein Fehler. Ich bin schon ganz blind hier. So, auf 1. Reparierst du den? Scheint nicht so, ne? Hallo. Ah, jetzt fängt er an. Ah, ey. Kostet ja alles Zeit hier. Was soll das? So, einmal in den Angriff gehen. Du deckst mal bitte hier unsere gute Artillerie. Die sollen mal mit hier reinwirken. Ja, die dürfen sich sogar hier hinstellen von mir aus. Die sollen einfach auf die Distanz mit reinhalten. Die Jungs hier sollen die ein bisschen decken. So, was haben wir denn hier? MG. Okay. Oh, Gunmarks. Drehen. Da hat er nämlich 130 statt 60 mm Panzerung. Aber die haben eine Panzerbüchse, das heißt, es bringt uns auch nicht viel. Ah, shit. Nein, du sollst Flammenpanzer. Ich will mal wissen, wie stark du bist. Angriff, Männers. Ah. Unterstützungspunkt. Der hier ist auch im Gefecht. Genau, der soll schön da hinten draufhalten. Und da fliegt die Granate. Oh, geil. Aber den hier können wir rekonstruieren. Den hier vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber den hier auf jeden Fall. Das Geschütz auch. Na, da haben wir auf jeden Fall viele Möglichkeiten hier. Gefällt mir erstmal. Was ich eigentlich will, ist so ein Ding hier. Flak-Vierling auf Halbkettenfahrzeug. Weil das Ding hält uns die Vögel hier vom Hals. Auch ganz wichtig. So, Infanterie ist weg. In den Angriff gehen, bitte. Drahtscher haben die. So wie das aussieht, haben wir hier aber Minen. Bevor wir da nachher durchscheppern, sollten wir die Jungs hier zurückziehen. Schweres Vickers-Maschinengewehr brauchen wir nicht. Angriff. Oh, brenn die mal bitte aus dem Haus raus. Also der hier ist erstmal Antistruktur. Der sprengt das ganze Gebäude einfach halt weg. Und er brennt sie da raus. Alter, ist das Ding widerlich. Boah, ist der unfair. Oh, hoho. Du kannst richtig den Feind rausbrennen, ne? Ist das mies. Können wir mal zeigen, wie stark das Ding hier ist. Feuer. Ja, wie du siehst, der springt dir so die Gebäude hier weg. Oh, da müssen wir uns aber zurückziehen. Hier ist irgendwas Starkes. Wir brauchen hier noch das MG. Na, oben. So ein MG, was ist das, 34? Ja, 42er sogar. Wow. Hätte der noch eins, wäre der einfach wahrscheinlich zu krass. Wo? Artillerie, wo? Was? Da ist Rauch. Weg da. Zurückziehen, reparieren, reparieren. Panzer zurück. Alter, wie er einfach dick reinhält hier, ne? Es ist einfach krass, das Ding. So, die reparieren. Die Jungs einmal bitte nach hier. Nicht durch die Minen, bitte. So, die können ja auch eigentlich hier das Ganze machen. So, du nach da. Siehst du, die schießen schon aufs Flugzeug. Die arbeiten auch, wenn sie es nicht müssen. Finde ich gut. Gefällt mir erstmal. Nimm die Gebäude weg, ist mir egal. Ne, auch wenn wir da angreifen, Befehl setzen, greift er das Flugzeug an, weil er sonst halt mit dem MG auch nichts zu tun hat. Finde ich gut, gefällt mir. Und die nehmen dir so die Gebäude hier raus, ne? Das ist nicht mehr normal.
So, wir sind ja hier im eigenen Gebiet. Erweiterte Kampfmittelräumpaket. Was ist das? Granatwerfer ist auch cool. Was war das? Kann Minen aufspüren und entschärfen. Bleib mal bitte in dem Bereich, weil sonst wird das nämlich hier nicht freigeschaltet. Freischalten bitte. Oder hat er schon? Weiß ich nicht. Rein da. Ne, es sieht aber erstmal ganz gut aus. Ach, da sehen wir es rechts. Habe ich ganz übersehen. Gut. Damit haben die jetzt das Minenräumpaket. Damit können die hier vorrücken und die Minen detektieren. Das ist erstmal ganz gut. Was? Die können auch reparieren? Umso geiler. Umso geiler. Halt. Ach, scheiße. Gar nicht drauf geachtet. Aber ihr Jungs müsstet doch eine MP40 haben. Nee, 98er. Scheiße. Rückzug, Jungs. Leichter Zweifünder, Panzerabwehr kann... Ein Zweifünder. Macht der überhaupt Schaden? Na gut, wir haben jetzt nicht die dicksten Panzer, ne? Boah, ja, ein bisschen macht er ja schon, ne? Aber da siehst du ja, es bringt dem Feind alles nichts. Wir siegen. Und es ist eigentlich gar nicht schwer gerade, ne? Also ganz ehrlich, wir nehmen den hier einfach so raus. Achso, Moment, halt, hier erstmal draufhalten. Aber natürlich... Du persönlich kannst da reinfahren. Als Anti-Infanterie. Feuer darauf. Ey, die Stuck macht aber auch so dick Schaden, ne? Glaubst du gar nicht. Ah, der hält direkt auf in der Luft. Das finde ich richtig, richtig gut. Lieber in die Luft als auf Infanterie. So, euch zurückziehen. Brennpanzer, also Flammenwerferpanzer. Nach dort. Vorrücken. Reparieren. Reparieren. So. Ja, der kann die wirklich besetzen. Ah ne, das war die Pack. Aber er kann auch mit Sicherheit auch die ganzen Fahrzeuge zerlegen, ne? Oh, du kannst aber auch erstmal... Ach komm. Mitmachen, bitte. Der ist auch weg. Der hier wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ein Crusader. Weiß ich nicht. Wir haben halt nicht mehr so viel Platz, ne? Und da würde ich lieber sagen, wir nehmen hier unsere eigenen Panzer. Eine Matilda ist halt schon dick, ne? Ah, ich weiß ja nicht. Aber ich nehme lieber unsere Panzer. Ja, immer, Jung. Greif doch mal an. Was soll denn das? Oh, es ist so mies, ne? Oh, er brennt sie. Also es gibt nichts Stärkeres als ein Flammenwerferpanzer gegen Infanterie, ganz ehrlich. Tatsächlich ist er sogar in Anti-Struktur, ne? Glaubt man so eigentlich gar nicht, aber so ist es tatsächlich. Einnehmen, bitte. Ach so, habe ich ganz vergessen. Jungs, hier, aufrüsten. Nochmal Grenadiere bitte. Die können wir danach auch sterben lassen. Ist mir egal. Wohl. Ach, der eine macht das schon. Da sehen wir direkt die Luftabwehr, die wir jetzt hier haben. Ja, den kann er direkt umwandeln. Das heißt, der braucht schon wieder einen weniger. Der braucht also nur noch 3 Punkte. Ausrüsten, verbessern und so weiter. Schön. Können die Jungs das auch? Nein. Aber die können leichtes MG34 mitnehmen, ne? Bisher haben die ja nur 98. Mann. Ey, man kann hier nicht richtig, weil der viel zu empfindlich ist, ne? 98er.
We shall use its firepower to crush our enemy's tanks. Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Eins. 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 MG bitte. MG bitte. Panzer. Einmal den Angriff hier. So, du kannst dich hier positionieren und erstmal abwarten. Du kannst das hier zum Beispiel reparieren. No, damit habe ich keine Probleme. So, der versteckt einmal bitte hier. Dieser Infanterietrupp kann sich hier in Deckung bewegen und spotten. Weil ganz ehrlich, gezogene Panzerabwehrkanone. Ja, wir machen das hier alles wirklich mit dem Halt. Wir machen das hier tatsächlich komplett mit denen. So, hier sind unsere Unterstützer. Elite-Infanterie mit M38 Maschinenpistole für kurze Distanz. Aber da pushen wir hier einmal durch. Einmal durch da. Angriff, bitte. Ey, wir haben hier so viele MGs, ne? Wenn die auch noch da sind, dann wird... Alter. Dann haben wir 4 MG42 und einen Flammenwerferpanzer plus dann noch die 4 Geschütze, ne? Ein Infanterie, also ein dickes Geschütz. Da, siehst du. Jeder schießt mal und der Feind ist weg. Es geht einfach so schnell und so einfach. Glaubst du gar nicht. So, der muss noch verbessert werden. Den nehmen wir nachher ein. Ah, siehst du, da überlebt hier gar nichts. Ja, Mörser. Was will der machen, ne? Vielleicht den MG-Schützen für ein paar Minuten rausnehmen, dann gibt's einen neuen. Weiter geht's. Feuer. Das längste dauert es einfach, die ganzen Türme zu drehen, ne? Weil irgendwer sieht immer irgendwo irgendwas. Ja, der ist gut gegen Infanterie, deswegen halt drauf. Halt drauf. Was steht denn da blöd rum? So, der. Ey, brauchen wir nicht. Du wirst hier unser Repair-Kit. Deswegen, du positionierst dich einmal hier. Aha, da ist die Stellung für die Panzerabwehr. Theoretisch. Ja, vorrücken. Erobern und säubern. Hier vorne soll was sein. Feindpanzer. Draufhalten, bitte. Ey, Stuck macht so einen Schaden. Das glaubst du gar nicht. Ja, Flammpanzer macht natürlich hier gar nichts. Der ist wirklich nur gegen die Infanterie. Aber das reicht auch vollkommen. So, ich würde sagen, wir klären erstmal hier, dass hier alles sauber ist, weil hier ist irgendwie was angezeigt. Als wären da Feinde, vielleicht sind die an dem Waggon oder so. Scheint tatsächlich so zu sein, oder? Ja, tatsächlich, ey. Das sind sogar Anti-Tank-Trupps mit dabei. Mach kaputt, das Ding. Kommt von jedem nochmal eine Salve und dann ist das Ding weg. Das war's schon. Vorbei. Den auch bitte rausnehmen. Was? Unter Beschuss? Was haben wir denn da? Infanterie, Elite, Lee Enfield, Gewehre. Hohe Distanz, das ist das Gegenstück zum 98er. So circa. So, du gehst noch hier. Panzer in die Richtung aufstellen. Du reparierst.
Ja, die machen sich da hinten jetzt so langsam wieder breit, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Kann der auch als Flak arbeiten? Nein, oder? Nein. Kann der nicht. Nee, nee. Aber der kann ja gerne warten. Das ist gar kein Problem. So, welchen Punkt brauchen wir denn nicht? Den hier, genau. Oder den gönnen wir uns erstmal. Der hier soll erstmal einfach alles reparieren, was geht. Jungs, hau mal hier so eine Haft-Hohlladung, Panzerabwehrgranate raus. Die tut schon weh, muss man sagen. Was haben wir denn da? Konzentrierter Beschuss. Rückzug, Jungs. Ach so, das ist unser Nebenauftrag. Das ist die 8, die da aufzustellen. Ja, dann heil die mal. Ich hoffe, du reparierst auch weiter. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach, automatisch weiter zu reparieren. Ja, wir können uns auch italienische Unterstützungspanzer holen. Leichte Panzer. Aber das ist eher weniger meins. Ach, guck mal, den haben wir ja auch noch. Stimmt. Ja, komm, halt rein. Immer schön reinhalten hier mit dem Ding. Genau, die nehmen hier ein. Da ist noch Platz? Ja, wo denn? Ach so, tatsächlich. Da, ey, da ist wirklich Platz. Da sitzt nur ein halber Trupp drin. 4 Mann. Und... okay. Wäre jetzt cool, wenn da hinten voll wäre, aber gut, so ist es halt, ne? Nun gut. Auf jeden Fall passte dann noch ein Trupp rein. Der Trupp ist jetzt da drin. Ich traue mich nicht, den Trupp nach vorne zu setzen, weil ich sonst die Sorge habe, dass der hier weggesprengt wird. Und wenn die Pack da nicht steht, dann... kein Nebenauftrag erfüllt. Bumm. Kaputt. Ja, der ist so kaputt, ist aber nicht schlimm. Ja, guck mal, der sieht immer besser aus hier, ne? Das geht sogar so weit, dass die hier... die haben immer noch die Einschläge, ne? Aber die Farbe, die sind wieder lackiert und alles, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Guck mal, wie sich die MGs drehen. Komm, Flugzeug. Dreh die MGs. Da sind sie. Oh, richtig schöner Kugelhagel, der hier verteilt wird. Feuer, Jungs! Das tut weh. Das wird jetzt aber erst recht wehtun. Vorrücken. Was? Platzierung da nicht möglich? Wieso das? Ist aber blöd gemacht hier. Ja, ich denke, das geht nicht wegen dem Felsen. Das ist so nicht gewollt. Ist aber auch nicht schlimm. Der soll das hier einnehmen. Wir rücken hier vor. Ah, das sind wieder deutsche Truppen. Da. Feuer da hinten hin. Du gehst an die Infanterie. Ihr beiden, genau, nehmt euch den Steward vor. Der Rest auf den Crusader. Ja, ich weiß, konzentriertes Feuer ist vielleicht doch nochmal eine Nummer besser, aber das reicht hier auch erstmal. Utility truck is in position. Assign troops to the anti-tank gun and face it north to provide the British with a proper welcome. Driver, stay alert out there. Standing by. Panzer fire! Clear the bridge! Panzer go! Glory, man!
approaching! With haste! Anti-tank gun! We're taking casualties! My crew needs orders! Scheiße, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, bitte überlebt, ich will nicht einen neuen kaufen müssen. Ah, der Flammenpanzer, den kannst vergessen, der macht gar nichts, ganz ehrlich. Der ist wirklich für nichts da. So, der ist geplatzt, das ist gut. Eins halt. Den einmal bitte reparieren. Der Grenadiertrupp bleibt hier. So, die müssten jetzt hier stehen, genau. Die werden aufgefüllt. Sehr gut. So, was haben wir hier? 2,5 Tonnen Versorgungstruck, der heilt die hier oder füllt die wieder auf, wenn die weniger werden, den 6er-Trupp. Und der hier ist auch nochmal als Unterstützung hier in der Umgebung. Ne, um die nochmal mit dem MG 34, was wir da haben, gegen Infanterie nochmal ein bisschen zu schützen. Welcher ist denn jetzt nochmal der Flammenpanzer? Flammenpanzer, bitte. Der hier, ne? Ja. Blöd gelaufen. So, repariert. Angriff. So, wir pushen durch, nehmen den hintersten Punkt und rücken dann wieder vor. Hier verstärken wir noch einmal. Also, warte, Flammenpanzer will ich in der Mitte sehen. Den will ich hier sehen. Panzer 3 nach da. Stuck in die Mitte. Dann haben wir noch einen Panzer, der hier als Unterstützung... Nee, nix du. Der da nochmal. Hier vorne hin bitte. Da Angriff. Haben wir so eine super Grenze aufgezogen. Ach komm, mach die einfach alle fertig. Scheiß drauf. Der zermürbt jetzt schon wieder unsere Panzer hier ganz alleine. Das kann ja gar nicht sein. Die guten Dinger, ey. Unvorstellbar, dass sowas geht. So, den hier können wir auch nochmal hier hinten als Unterstützung, denke ich, aufstellen. Dann halten die sich hier sozusagen ganz alleine. Die sichern sich gegenseitig alle ab. Heilen sich gegenseitig. Ach so, dann steht er doch auch nicht ganz so alleine. Das sieht nämlich nicht schick aus. Oh, geheilt. Also repariert. Bist du repariert? Du bist repariert. Nächster, reparieren. Los, schneller, reparier. So. Reparierst du den noch und dann sind wir hier eigentlich durch mit den Reparaturen. Der kommt auch schon mal nach oben. Ja, mehr haben wir hier nicht mehr zu reparieren. Sehr gut. Guck mal, wie viel Benzinkanister der hier hinten dran hat. Mein Gott, nee. Ah, die Dinger, die nehmen wahrscheinlich auch Benzin auf wie sonst was. Ja, hier sieht man nur frontal ein paar Einschüsse. Nicht viele, hinten gar nichts. Hier an ein paar anderen Stellen, vorne, oben ein bisschen. Ne? Ja, ist okay. Und dann siehst du halt hier hinten den Panzer. Der hat auch nur vorne ein bisschen Stuck, so gut wie gar nichts abbekommen. Und der hier halt richtig dick abbekommen. Finde ich gut, dass es auch nicht auf jedem Panzer gleich aussieht, sondern immer ein bisschen anders. Ne? Finde ich einfach richtig, richtig geil. So, das müssen wir hier hinten. Treibstoffraffinerie erobern und räumen sie die Treibstoffraffinerie. Ja, die pushen durch. Der hier ist soweit durch. Weiter geht's bis hinten. Einnehmen zu Fuß. Die hier sichern sich gegenseitig. Ich denke, die Feinde kommen von hier. Wir halten immer nach da und dann ist gut. Schön. Müsste nicht, wenn wir da aufs Öl halten, alles brennen. Achso, wir haben den falschen Panzer gewählt. Der da wollte ich haben. Halt. Nee, klappt nicht richtig.
Schade. So. Die Jungs hier nehmen ein. Wir stellen uns hier einmal auf. Oh, die könnten sich auch noch eine Bazooka gönnen, ne? Achso, der Turm macht hier so Geräusche, okay. Einnehmen bitte. Bisschen zügiger bitte. Nimm mal die Bazooka, bevor ich es vergesse. Dann könnt ihr euch gegenseitig auch besser verteidigen. Das heißt, noch ein 98er weniger, ne? Habe ich befürchtet. Dann sind es zwei Gewehre, eine Bazooka und einen Minensucher. Ja, ich dachte wirklich, wegen dem Schildern hier vorne, hier wäre wirklich ein Minenfeld. Aber hier ist tatsächlich gar keins. Die Schilder sind nur, um einen zu veräppeln. Gut, dann ist das so. Ja, ungültiges Ziel. Weil die Jungs da im Weg stehen wahrscheinlich, ne? Ne, geht nicht. Warum nicht? Keine Ahnung, geht nicht. Wir nehmen ein. Panzer, Punkt verteidigen. Ja, die können auch hinten noch auf den Panzer aufsteigen. Das ist natürlich auch mega geil. Da könnten wir sogar noch schneller mit unseren Truppen vorankommen. Area secure and enemies cornered. Commendable work, Afrika Corps. Hauptziel erfüllt. Feind ist hier vorne. Panzer reparieren und dann direkt vor. Ne, direkt Knallgas geben, erst die Raffinerie wegnehmen und danach. Uiuiui. Was ist denn Angriffsflug? Ju. 2 Ju 87. The tankgun must be properly positioned to defend the roads to the village against the British assault. Sehr schön, genau das wollte ich eigentlich. Sehr schön, direkt die Pack hier rausgenommen. Hinten auch noch das Fahrzeug zerstört. Der hier ist fast kaputt. Da könnte man eigentlich nochmal draufhalten und dann ist der wirklich kaputt. Hier haben wir noch eine Flakposition. Die können wir auch rausbomben, weil da ist auch Infanterie sehr, sehr nah. Brauchen wir nicht. Wir können auch so, ne? Aber warum nicht? Bumm, Junge! Weg damit! Geil! So. Panzer ready. Alles klar. 3. Du bitte ankoppeln. Du bitte einsteigen. Den nehmen wir da mit. Können wir den hier auch irgendwie ankoppeln? Ich denke nicht, ne? Nee, der hat auch keine Anhängerkupplung oder so, ne? Gar nichts. So, die Jungs müssen halt laufen, leider. Aber ist gar kein Problem. Die brauchen ja nur bis hier. So, ziehen sie die Flak voran. Flak 36. Das müsste die sein. Genau. So, dann nehmen wir unsere Panzer und gehen mal in den Angriff. Ich überlege gerade, ob wir hier rausgehen sollen oder ob wir hier hinten rum pushen sollen. Ich denke, hier hinten rum ist ein bisschen was cooler. Wenn wir auf einmal plötzlich von der Seite kommen. Ne, vor allem, der wartet das hier nicht. Außerdem sind hier überall Zivilisten. Da möchte ich auch nicht unbedingt durchpreschen mit den Panzern. Das muss nicht sein. So, die sind auch eingestiegen. Das ist sehr gut. Die sind unterwegs. Die Pioniere sollen mit voran. Ran an die Front mit euch. Die sind mies. Stuka Raketenwerfer. Das ist mega übel. Wenn so ein Ding kommt.
Dann gehen sie meistens rennen, ist doch besser so. Oh, Schützenpanzer leichter, der 250, den gibt's auch mit dem Mörser hinten drin. Auch mega geil. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Rückzug! Männer, Feuer da drauf! MG, ne? Naja, scheiße. Feuer, Jungs! Ja, unsere Panzer, die pushen hier hinten einfach durch und dann ist gut. Das war dann ganz schnell mal ein Dorf. So, die sollen sich erstmal wieder zurückziehen. Ich weiß, die sind alle gut geheilt, aber ich möchte nicht direkt das fertig kriegen. Ich möchte erst noch da hinten gucken, wie es da aussieht. Könnt ihr auch nochmal so einen italienischen... Komm, wir holen uns nochmal so einen italienischen... Oh, ne, die Truppen, die italienischen würde ich gerne mal lieber testen. Ey, was soll der Scheiß? Die sind ja fast tot. Aber der Squad hier lebt noch. Das ist wichtig. Oh, Nebenauftrag verloren. Oder bereits erledigt. Weiß ich jetzt nicht. Klar, reparier den. Die hier brauchen nicht repariert werden. Die sind voll genug, denke ich. Ah, hier oben sind... Also, nee, das ist Map-Ende. Einfach durchpushen, komm. Einfach durch. Ich will euch durch die Wand rennen sehen. Guck mal, hier haben wir sie. Infanterieflammenwerfer. Das sah aus, als ob der sich hinlegt. Was haben die denn? Verbessern den Trupp mit zwei... Boah, mies, Junge, mies. Zwei Flammenwerfer. Das hört sich schon echt übel an. So, du kannst... Ach komm. Den in die Richtung halten. Noch ein Stück weiterfahren. Weiter, 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 weiter. Noch ein Stück weiter. Halt! Abkoppeln. Ein Brite, ne? Mhm. Royal Engineer Sektion. Aber Alter, die haben wirklich zwei Flammenwerfer. Das muss doch übelst mies sein. Alter, damit brennt sich ja wirklich alles weg hier. Ganz ehrlich. Das muss mega... Alter, das muss richtig mies sein, wenn du da reinrennst. Ja, ist schon krass. So, Panzer nach hier vorrücken. Du hast repariert. Du stellst dich nach hier vorne auf. So, du gehst nach hier. Reparierst den einmal. Ah, da ist noch eine Stellung. Ja, gegen... Nein! Rückzug! Einmal bitte nach hier zurückziehen. Die Infanterie. Einnehmen, bitte. Die Stuck schießt wahrscheinlich schon viel, viel früher von der Entfernung her, denke ich. Ja gut, die muss aber auch erst spotten, ne? Also da der Spotter ist, ist er näher dran, denke ich. Ja, ist befestigt, ne? Da ist die Stuck natürlich auch mit dick dabei. Er hat Dorf geräumt. Ja, ja, ist schon so, ne? Reinpushen, bitte. Set up defenses here or take up positions along the main road. But do not let them escape. Why fight so hard for something that's not even yours? Come halfway around the world to defend this. Was? Die Position ist weg. Die wollte ich haben. Ja, scheiße. So, das Konvoi-Ziel ist hier. Okay. Flammpanzer? Ach shit, das ist Flammpanzer. Flammpanzer brauchen wir nicht. Feind nähert sich. Panzer alle in die Position bringen.
troops are waiting on you, Commandant. We need work and we need... I know my the engine is ordered. Everything's hot. Standing by. We're telling that. Infanteriegeschütz. Awaiting orders. Ja, wenn das Konvoi-Ziel da hinten ist. Der spottet die gleich. Komm, schnell, Jung, ankoppeln. Bevor der Feind kommt. Eliminieren Sie die feindlichen Trupps. 18 an der Hand. Ach du Scheiße. Ja, schnell, Jungs. Schnell nach unten. Los, los, los. Knallgas, Jungs. Scheiße, nee. Auspacken, Jungs. Ihr auch nochmal da schön reinhalten. Der Panzer geht da auch nochmal so hin. Der ist nur als Versicherung hier zur Reparatur. Der bleibt stehen. So hätte ich das gern. Oh, das sieht schön aus. Das sieht richtig schön aus. Sollen wir noch ein Vickers Maschinengewehr nehmen? Was haben wir denn da? Verlassene Waffe kann von Infanterie aufgenommen werden. Und welche ist das? Was ist denn das? Das sieht nach Rückzug aus. Zwei Fünder Abwehr... Ah, weiß ich nicht. Ach, die Jungs hier haben wir auch noch. Stimmt. Ja dann, Jungs, zurück hier. Zurückziehen. Ey, hier kommt nichts durch. Da können sie noch dickere Panzer rausholen. Hier kommt nichts durch. Die Infanterie wird hier einfach weggebrannt. Können die noch drehen, dann kann vorne das MG-Nest hier vorne in der Wanne noch mitarbeiten. Ja, die können auch mal bitte mitkommen. Die können wir hier positionieren. Ach komm, die setzen wir hinter den Flammenpanzer. Dann können die auch nochmal mitbrennen. Ey, das ist so mies. Die Matilda wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, oh. Aber ey, 260 mm, das Ding ist jetzt schon weg. Es geht so schnell mit dem Trupp hier. Das geht so unfassbar schnell, das glaubst du gar nicht. Nice. Alle weggehauen. Sehr gut. In Benghazi. We'd been pulled back and forth between the Italians, the Germans, and the British for over 2 years. We navigated occupied life as best we could, siding with whoever was holding the city at the time. It was safer that way. But then Mussolini began forcing Jews in other parts of Libya to move to Benghazi. Some friends, men I'd grown up with, wanted me to join them and fight alongside the British army. I didn't want to leave my family, but I couldn't just sit around and hope the war wouldn't touch us. كان بحرة إن سرداسا يسوق غصة قلنا غرس والعيني أفتح أتن زريح أخسك ما تلت البالي يخفن تايلي تينو أسرق حتايلت أيبا سنح سنح ولا نكين نرب دادي قتاري إذن ولا نغيب إيبا وهو سليمة صيد صدر خكاد صدر حدك من حولي نكي صدر حد منها أولى نكي احتاج لك ما تتجاور الدمام هذا استوس بيك تسنتمنى أدور تفتو طيبة رادك على خيرة اللي تينو وعدك
Ja, das war ein Sieg auf ganzer Linie, würde ich sagen. Einheiten gespawnt 12, Infanteriekills 225, verlorene Einheiten gar keine, Fahrzeugkills waren es 24, MVP, mittlerer Panzer 3, L, der hat insgesamt 66 Kills und einen Schaden von 27.449.